Leute, wir spielen jetzt Silver Chains. Habt ihr Bock? Wie jetzt? Nee. Ist das wie Fortnite? Das ist quasi Fortnite. Das ist Fortnite 2. Ah. Wie ich sehe, hätte es die zweite Flasche Whisky gestern Abend wohl doch nicht sein müssen, oder? Gott. Was für ein Soldat, Alter. Mit der Bude, Junge. Tja, hat einfach mal den Weg nicht getroffen. LOL, alles klar. Ja, das kann halt schon mal passieren. Verzeihen wir es. Wartet mal. Ich weiß, es ist ein deutsches Spiel, okay? Also müssen wir uns ja mal kräftig bedienen. So. Untertitel sind, glaube ich, eingestellt. Oh, nicht der Schuldenbürger. Endlich wieder ein Stream 3. Warum 3? Dankeschön. Dankeschön für deinen Sub, Mann. Wo bin ich? In Zevs Livestream. Du Glücklicher. Oh, Alter. Wenn der Kater sich von hinten nähert. Miau. Ey, das war auf die Flasche Whisky bezogen. Vielleicht kann dir da irgendwie jemand drinnen helfen. Ja, aber wundere dich nicht, ne? Wenn sich irgendwelche Dämonenzähne langsam in deinen Nacken bohren. Ich erinnere dich daran, falls es passiert. Vor allem, er ist voll aufgeregt, ne? Der ist richtig terrorisiert. Oh Gott. Was, das wirklich, wer dir mir helfen will? Mal 3 Euro da gelassen. Gamer Bro, dankeschön. Dankeschön fürs Mal da lassen. Appreciated, Mann. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, du hast das schon mal gezockt. Ich habe die Demo schon mal gezockt. Das hier ist aber die Vollversion, tatsächlich. Pass auf, gleich fällt er hin. Merkt doch den Enthusiasmus, Freunde, der ist richtig dabei. Der will richtig Hilfe haben. Wärst du mal da im Moos liegen geblieben. Meine Güte. Na gut, jetzt machen wir uns hier ein bisschen Stress. Schon verstanden. Leute, ist es eigentlich alles laut genug? Bin ich zu laut? Kann das Game lauter? Spitze noch DBD? Ja, wenn das Spiel fertig ist. In ca. 2-3 Stunden. Okay, wir sind wieder raus im Garten. Nee, sprich dich ruhig aus. Wir sind jetzt hier unter uns. Beachte die 1000 Leute gar nicht. Genau. Juliek? Warte, wow. Was war das für ein Sound gerade, Alter? Warte. Musi, dankeschön für deinen Subgift für Juliank. Vielen lieben Dank. Das ist super lieb von dir. So, wir sind da. Wo sind die Dämonenzähne? Ein Uja-Brett. Im Kinderzimmer, ja? Gib der Kleinen mal was zum Spielen. Warte, was ist das für ein Geschrei aus dem Kinderzimmer? Ach, Mann. Na gut, die werden sich irgendwas dabei gedacht haben. Andere Zeiten, andere Sitten. Oh. Das ist der Spooky-Raum, Leute. Also, falls uns der Rest hier mal zu langweilig ist, das kommen wir immer wieder gerne hierher und holen uns einen kleinen Spook ab, nicht wahr? Ich benötige eine Schere. Ach komm, stell dich nicht so an. Okay, du stellst dich an. Na gut. Dann entfernen wir uns mal hier von den bildenden Künsten. Von den hängenden Künsten. Egal. Oh nein, Mutti hat den Schlüpper gedroppt. Verdammt nochmal. Den Tonga, den Takt. Wahrscheinlich Tonga, ne? Den Tanga, Alter. Ja, sie ist jetzt vielleicht nicht mehr so die Schlankeste. Die Nachricht auf dem Spiegel. Der Schlüssel in der Bibliothek. Was könnte dort wohl sein? Der Schlüssel in der Bibliothek. Was soll das bloß bedeuten? Ich sehe mich nachher schon wieder vor der Bibliothek stehen. Oh, ich benötige einen Schlüssel. Wenn ich doch nur einen Hinweis hätte, wo dieser Schlüssel ist. Okay, let's go. Barbie, let's go, Party. It's so dark in here. Ach komm! It's so dark in here. Ja, okay, ich weiß, wofür wir die Kamera brauchen. Ich hoffe ja. Oh, da haben wir die Schere. Ich hoffe ja. Das ist so ein Flashlight-Dingens. Fighter Tom, dankeschön für den Zweier. Das ist äußerst lieb von dir. Da können wir nämlich nur. Dann blitzt der immer so. Und wir können dann immer so nacheinander vorrücken. Und dann so 1 Meter.
Wäre auf jeden Fall äußerst geil. So, jetzt bin ich ganz alleine. 31. Oktober 1900. Heute vor vielen Jahren. Genau. Und ein Zweier hinterher, Gamer Bro. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist super lieb von dir. Alle Dienstmädchen haben aus Angst um ihr Leben gekündigt. Ich kann ihnen keine Vorwürfe machen. Ich würde auch weglaufen, wenn ich könnte. Aber was getan ist, ist getan. Ich kann mich nicht verstecken. Ich kann nicht schlafen. Ich höre sie die ganze Zeit reden und lachen und dieses teuflische Kichern. Hat das Kopf vom Baum draußen, bleibt lieber drinnen. Es macht mich wahnsinnig. Ich weiß, dass es nur eine Möglichkeit gibt, all das zu beenden. Das ist mein letzter Eintrag. Auf Wiedersehen. Okay, bye. Okay, Jesus, danke. Jesus Christ. What happened here? Der ist vollkommen fertig, Alter. Du trinkst keinen Alkohol mehr, okay? Da kneift am Ende noch der Tonga, Alter. Das kann man ja nicht verantworten. Da drücken Sie T und die Lampe. Ach so, ist kein Flash. Sehr gut. Okay, gut. Dann gehen wir mal da vorrücken in die Dunkelheit. Hallo? Ich renoviere hier gerade, ja? Die Tür, die kommt später. Mr. Terry TV, danke schön für deinen Sub, Mann. Vielen, vielen Dank. Und viel Spaß mit den Emotes. Ei! Wenn ich einmal bei der Tür bin, erinnert mich daran, eventuell was mit dem Boden zu machen. Das Haus sieht verlassen aus. Ah! Oh Gott, stop it! Hier Jumpscare einfügen, hier Fanny-Nachricht einfügen, hier Werbung einfügen und fertig ist. Ich hasse dich! Wo bleibt FNAF? C, viel Spaß. Yo, vielen, vielen Dank für deine großzügige Spende, Mann. Dankeschön. Und der hat richtig gewirkt, Alter. Habt ihr wahrscheinlich gemerkt. So, wir brauchen noch einen Schlüssel. Wir brauchen noch einen für die Box, ne? Eieieiei. Ja. Sinnloser Raum Nummer 420, ich fürchte. Nicht der Schulden. Es werden noch einige Folgen. Fighter Tom, dankeschön für dein Abo. Ja, willst du da rein? Ich auch. Ey, das ist mein Ball. Den hat mich gerade gefunden. Das war ein kleiner Junge. Warum guckt der nicht Sef? Ich bin mir sicher, dass es hier spukt. Ich muss hier raus. Der Ausgang ist. Wir sollen das so schnell lesen, Alter. Falls ihr jemals in diesen Raum rein wolltet, macht euch auf eine Enttäuschung gefasst. Nee, können wir hier rein? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, das ist alles noch aus der Demo, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, was ist denn hier los? Ja, sagst du? Nein, ich setze mich jetzt nicht hin. Die Verführung ist groß, aber ich werde es lassen. Oh ja, aber ein Zettelei. Story. 5. September 1900. Die Dienstmädchen haben meine Schreie gehört und Dr. Morgan geholt. Ohne mein Wissen. Vermutlich haben sie es nur gut gemeint, aber ich habe diese furchterregende Stimme wirklich gehört. Ich habe versucht, dem Arzt alles zu erklären, von redenden Bäumen und so weiter. Doch er war davon überzeugt, dass die Nebenwirkungen meiner Medikamente gewesen sein mussten. Er meinte, ich hätte zu viel davon eingenommen, würde dadurch unter Wahnvorstellungen leiden. Dr. Morgan hat mir dann andere Medikamente verschrieben und das neue Kindermädchen angewiesen, sicherzustellen, dass ich die auch richtig einnehme. Vielleicht habe ich da doch nur halluziniert. Du isst das jetzt? Nein! Das Kindermädchen, Alter. Okay. Ja. Dieselben, die mich auch gleich heimsuchen werden. Oh, danke. Haben wir eine kleine Brieffreundschaft? Womit habe ich die Ehre verdient? Let's play. Exakt, was ich hier tue. Du bist mir so weit voraus. Psst. Später was von Modern Talking, wenn du schon von... Ich habe gesagt, Ruhe. Hallo? Duscht hier irgendwer? Ach so, erst anklopfen. Ah, Verzeihung. Lass mich raten. Ich sollte damit nicht raus in den Regen und an Kanalisationen spielen, oder? Ich glaube, das wird nicht gut enden. Ich glaube, das wird auch so nicht gut enden. Helfermax, dankeschön für dein Abo, Mann. Vielen, vielen, vielen Dank. Aber darf ich das jetzt bitte? Oh, warte mal, ich kann das drehen. Aha. Ja, von dieser Seite ist es auch ein Papierboot. Wer hat's gedacht? Oh, ach so. Wichtig, vergessen Sie nicht, die Tür zum Dienstbotenaufgang abzuschließen und den Schlüssel in der Waschküche zu lassen. Die Kinder dürfen nicht in der Küche spielen.
Ben die Seegurke, dankeschön für dein Abo. Viel Spaß mit den Emotes, Mann. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Also, Schlüssel ist in der Waschküche. Die Waschküche, hä? Huh? Oh. Ah! Verdammte Axt! Endlich mal ein Stream auf Twitch, wo IC Hauch spenden kann. Frohe Halloween SEV. Weißt du, der Werwurm, das ist auch so ein Dude. Der wartet ja, die ganze auf Zeit auf den Stream, dass er mal wieder seine Taschen lernen kann. Alles klar, oder was? Yo, du verrückter Typ, Alter. Mann, ey, vielen, vielen, vielen Dank, Alter. Das ist ja, was geht eigentlich bei dir? Ist schon wieder Halloween, oder was? Möchte man ja fast weinen. Und Weihnachten in einem, Alter. Danke, danke, danke schön. Männliche Schreie.mp3. Yo, Werwurm, Alter. Appreciated. Dankeschön, dass du hier bist. Das freut mich ebenfalls. Auch ganz ohne Spende. Und Katastrophe 197, dankeschön für dein Abo. Vielen lieben Dank euch. Ihr seid zu gütig. Das habe ich nicht verdient. Lasst mich mal doch 2 Stunden spielen. Warte mal, Schlüssel ist in der Waschküche. Ach ja, das ist die Lampe. Ach ja, auf einmal, oder was? Yo. Komm rein! Der hat einen ganzen Notizblock, Alter. Alles klar. Ja, ich komme rein, Mensch. Hey, was? Ach so. Aha! Werwurm, dankeschön für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Das Taschengeld ist leer. Ey, macht ja nicht euer Taschengeld leer. Ich sag's euch. Da wär ich sauer. Macht das nur, wenn ihr es übrig habt, ey. Ja? Nee, wir schieben das jetzt, okay? Wir haben das jetzt angefangen. Wir bringen das jetzt zu Ende. Und zwar gemeinsam. Dankeschön. Okay. Kommen wir jetzt hier ran? Das ist zu weit oben. Ja, falls ihr euch wundert, warum ich das jetzt hier so relativ... Nein! Auf geht's. Ich will mal NEN-Jumpscare sehen. Ich glaube, das war's mit euch. Komplett. Fighter Tom 001. Auf geht's, Mann. Ich will mal den Jumpscare sehen. Und haut die 100-Euro-Donation raus, hinter die ich leider keinen Jumpscare gepackt habe beim Donation-Alert. Mann, es ist ein trauriges Leben. Yo, Dankeschön, Mann. Alter. Ihr seid irgendwie alle ein bisschen wahnsinnig. Kann das sein? Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Alter. Das ist verrückt, Alter. Mann, das ist heftig. Ey, vielen, vielen, vielen Dank. Yo, Ehrenmann, Alter. Dankeschön. Wir sprengen das Donation Go, Alter. Es ist eigentlich auch immer ein Joke, Alter, aber das kriegt ihr, glaube ich, irgendwie regelmäßig hin. Warte mal, hier brauchen wir einen Schlüssel und wir brauchen den. Das ist wahrscheinlich hierfür, oder? Hinter dem Loch, ja, da ist ein Schlüssel. Falls ihr euch wundert, warum ich das kenne, ich habe das schon mal in der Demo gespielt, das ist noch gar nicht so lange her, deswegen gehe ich hier ein bisschen schneller durch, glaube ich, weil ich mich relativ erinnere. Ich glaube, das war hier das Kamin-Ding, oder? Yep! Ich bin ein Experte auf diesen Gebieten. Yo, vielen, vielen, vielen Dank, Mann. Das ist echt krass. Mina Mimi, dann alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du hast einen wundervollen Tag. It's too high. Okay, gut, alles klar. Wie jetzt? Aber ich hab das doch dahin geschoben. Reicht es doch nicht, oder was? Och, der gnädige Herr, Alter. Ich glaube ja, wo ich spinne. Meine Güte. Ich glaube, die Jumpscares, die kommen übrigens gleich. Oh, warte. Oh, ich muss das im Kreis halten. Oh Gott. Oh, mach doch nicht diesen. Lol. Ey, die Minigames sind echt cool. Ach ja, auf einmal, oder was? Nee, waren die schon immer. Leonix, dankeschön. Dankeschön für dein Abo, Mann. Warte mal, wo muss ich jetzt hin? Alter, bring mich, mach mich hier völlig fertig. Ich kann so nicht Videogames spielen, Mann. Ich kann so nicht arbeiten. Uiuiuiui. Warum sind in diesem ganzen Haushalt die Teppiche verknorkelt, Alter? Ich hab da richtig drauf rumgewühlt, wie so ein altes Trüffelschwein. Na gut, dann gehen wir nach oben. Jo, vielen, vielen Dank. Oh, können wir hier rein? Nein, können wir nicht. Schade eigentlich. Ich wollte da so gerne hin.
Yeah. Das fasst mein Enthusiasmus ganz gut zusammen. Alter, ihr braucht nicht mal Jumpscares. Ich erschrecke mich auch von mir selber. Nicht Niki! Hat da jemand das Ucha-Brett gefunden? Nein, das ist für die kleine Sally. Nicht Niki, dankeschön für dein Abo. Viel Spaß mit den Emotes und ja, dankeschön für deine großzügige Unterstützung. Ich gehe da jetzt trotzdem rein. Kann ja schreien, wer will. Ah ja, von Waschküchen zu richtigen Küchen. Hier möchte man doch essen. 21. August. Mein geliebter Harold ist gestern gestorben. Rip in peace, Harold. Die Frau ist nie über den Tod ihres Mannes hinweggekommen. Buh, ja, er selber. Winger TV, dankeschön. Oh, warte mal, wir haben hier was. Oh nein, ich bin nur 1,20. Minga TV, dankeschön für deine Spende, Alter. Vielen, vielen lieben Dank. Und schön, dich dabei zu haben. Okay, wo geht's hin? Wo geht's hin, Mama? Oh nee. Das erinnert mich alles mega an The Conjuring House. Und keine dieser Erinnerungen ist eine gute. Könnt ihr euch noch an The Conjuring House erinnern? Das haben wir am Stream angetestet. Wir haben es alle geliebt. Also, wir haben uns verliebt in dieses Spiel. Also in The Conjuring House. Ja? Hallo? Der Schrank hat keinen Bock mehr, Alter. Der steht da in der Ecke und schämt sich ein bisschen. Ah, oh Gott, oh Gott. Boo, happy Halloween, D. Es wird alt. Es wird alt, Tami. Aber es funktioniert immer wieder. Dankeschön für deine massive Donation, Alter. Vielen, vielen Dank. Verrücktes Huhn. Vielen, vielen lieben Dank, ey. Ich mein's ernst. Das ist super lieb von dir. Oh, hier geht's weiter. Oh. Wenn ich Peter heiße, dann bin ich's eventuell. Weißt du, die zwei Flaschen Whisky gestern Abend. Oh, wirklich? Ich weiß, ich bin gut aussehend. Wer würde nicht nach mir suchen? Wieso? Weil es dunkel ist und ich nur noch nicht zu Hause bin? Sind die Straßenlaternen ausgegangen? Die Warnung. Im Esszimmer bin ich in einem kleinen Mädchen begegnet. Zumindest. Okay. Okay, Spiel. Du forderst mich heraus und du gewinnst. Mist, Leute. Es gibt keinen Weg, hier durch diese Tür zu kommen. Es gibt einfach keinen. Alter, diese Lampe hat mich gerade mega gegruselt. LOL. Diese Lampe, die ich da gerade, die ich hier in der Hand habe, links. Alter, die hat mich gerade ein bisschen gespookt. Wir brauchen dieses Puppenzimmer gar nicht mehr. Oh, no. Noch irgendwas? Irgendwelche Monster-Mutanten-Geister, von denen ich wissen sollte? Sprecht rasch. Oh, das ist ein richtig guter Chase-Raum, ne? Da werde ich nachher noch richtig viel Freude mit haben. Eieieiei. Es speichert. Gleich kommt die Dämonen. Ha! Ja, ich wusste es. Jetzt kommt die Dämonen. Die Dämonin. Ha! Passt mal auf. Wenn ich jetzt die Treppe hochgehe, da kriegen wir Bumfurt zu lösen Besuch, Alter. Eine wahre Augenweide. Ah, was? Nein! Was, da rein? Das Halloween-Update, Alter. Das hat mich aber gerade auf einen ganz falschen Fuß erwischt. Awesome. Das ist ja geil. Ich habe es legit nicht gewusst, ey. Mann, oh Mann, da war erstmal ein Schluckkäferchen hier. Gefahr. Gefahr. Ich wurde von einer... Ach, Mann. Fick dich doch. J-Pengi, danke schön für dein Abo, Mann. Vielen, vielen Dank. Oha. Erinnere mich bitte an den Boden. J-Pengi, viel Spaß mit den Emotes. Und herzlich willkommen. Boah. Was ein Stress hier überall. Oh, wo muss ich denn jetzt hin? Oh. Remember this lamp. It contains a secret. Ja klar. Ja, freilich. Was sollte da sonst drin stecken? Das habe ich ja gleich angesehen. Works as a lever. Ein Hebel. As a lever. A great British accent over here. Oh, goddammit.
Mama, bist du es? Ich fühle mich IWI klein im Gegensatz zu den anderen Spendern UFF4. Mama! Bringen das Donation-Goal. Auf geht's, wir gehen auf 500. Raute für Sef, Hashtag Team Tris. Alter, das Donation-Goal. Ey, also du hast überhaupt keinen Grund, dich in irgendeiner Form schlecht zu fühlen. Also, wie ich gesagt habe, jeder, der hier ist, unterstützt mich schon mehr als genug, so. Mehr kann ich halt auch wirklich nicht verlangen. Also, vielen, vielen Dank, so. Bitte brecht euch keinen Zacken aus der Krone oder fühlt euch irgendwie schlecht, wenn ihr nichts spenden könnt oder so. Es ist halt wirklich so, seid einfach hier, ich freue mich mega, chillt mit mir zusammen, das ist absolut genug. Aber vielen, vielen Dank für die 6,66 Euro. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ist ja hier das Copy-and-Paste-Badezimmer oder was? Wo ist mein Papierhütchen? Manche würden sagen Boot. Aber da kriege ich schlechte Erinnerungen. Oh, es ist ja... Ich wollte gerade das Licht anmachen. Oh. Kennt ihr das, wenn ihr enttäuscht seid? Okay, cool. Dieses Rätsel konnte ich schon in der Demo nicht lösen. Ich weiß nicht, was wir da... Vielleicht finden wir das noch. Wir schauen mal weiter. Und zwar hier. Hier waren wir noch nicht. Waren wir hier schon? Ach du liebe Zeit. Oh, da will ich auch nicht rein. Passt schon. Zufälligerweise jemand einen Bulldozer übrig, dann wird das hier kein Problem sein. Ne? Tja. Dann RIP, würde ich sagen. Oh, guck mal. Omis Nachthemden. Deswegen ist sie sauer. Die kann die nicht finden. Ich habe gleich zwei hier. Falls ein schmutzig wird. Wegen... Naja, wenn man alt ist, dann... Lassen wir das. Ein eigenartiges Geräusch kommt aus dem Schrank. Irgendetwas muss sich hinter dem Schrank befinden. Okay. Ich habe da zwar nur gerade einen Furz drin gelassen, aber wenn du meinst... Aha. Hä? Nee, schiebt... Ach, Alter, der stellt sich aber auch an, Mann. Lull. Hallo? Ich habe deine geheime Eisenerzmine... Nö. Obi, deine Nachthemden sind da drüben. Du musst einmal bitte links. Also, wenn du rauskommst, rechts und dann nochmal rechts. Da hängen sie. Zwei Stück. Bitte mach jetzt hier nicht so ein Tara draus. Guck nicht hier rein. Die Freude ist nicht meinerseits. Notiz an mich selber. Bring ihr eine Handcreme mit. Sie ist so hübsch. Ja, sie ist eine Prinzessin, Alter. Sofern Prinzessinnen extrem hässlich sind. Okay, Ja? Nee, sprich dich aus. Na, jetzt wieder einen Schwanz einziehen. Genau. Typisch. Jetzt habe ich Hunger auf Kürbisjoghurt mit ganzen Stücken. Viel Spaß dabei. Dankeschön auf jeden Fall für deinen Zweier. Appreciate it. Vielen lieben Dank. Und viel Spaß mit deinem Joghurt. 14. September 1900. Liebes Tagebuch, ich verstehe nicht, was in diesem Haus passiert. Ich kann niemanden... Nein, das war nicht zweideutig. Ich kann niemandem vertrauen. Gestern bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und habe nach den Kindern gesehen. Im Kinderzimmer habe ich einen seltsamen, vertrauten Geruch wahrgenommen. Stellt sich heraus, dass es meine Kinder waren. Wer ins Bett gemacht, oder was? Es roch wie Harold. Ach du Scheiße. Wenn er von der Jagd zurückgekommen ist. Ich habe unter den Betten nachgeschaut und enthauptete Tierkadaver gefunden. That escalated quickly. Aber so viel Blut zwischen Dreck und Fellfetzen und dieser Gestank unter den Betten meiner Kinder? Ich habe die Kinder in mein Zimmer gebracht und meine Bedienstete angewiesen, alles zu säubern. Wer würde sowas tun? Es scheint mir, als würde jemand versuchen, mich absichtlich in den Wahnsinn zu treiben. Happy Halloween, du Horrornase. Dich zu unterstützen ist eine Ehre, see for you. Als würde mir jemand das Einzige nehmen, was mir geblieben ist. Meine Kinder. Apropos, wer hat eigentlich meine Katze gesehen? Yo, Too Dark, Dankeschön für deinen 5er-Donate, Mann. Vielen, vielen Dank. Ich musste kurz mal nachgucken, weil ich gerade den Namen vergessen habe. Dankeschön. Das ist super lieb von dir. Okay, soll ich jetzt zurück und die Tiere da rausholen? Oder wie machen wir weiter? Oh, nein. Ich finde hier schon alles Nötige.
Die Seelen der Toten machen nichts, ohne die Gegenleistung zu fordern. Sie lieben Rätsel und helfen nur, wenn die Rätsel gelöst werden. Ja, die stochern auch gerne mit Kaminhaken in Wänden rum, ich verstehe. In der Regel haben diese Rätsel etwas mit vorigem Leben zu tun. Um sie zu lösen, muss ich tief in ihre Vergangenheit graben, habe unzählige Details aus ihrem Leben entdeckt. Dank der Tagebücher war es nicht schwer, aber bei Kindern ist es viel komplizierter. Sie wollen im Grunde nur eins, sie wollen spielen mit Ouija-Brettern. Da haben wir es wieder. Aber ihre Spiele sind anders. Manchmal errichten die Toten in ihrer Gegenwart Barrieren, die Lebende nicht überwinden können. Sie öffnen die Barrieren nur, wenn ihre Bedingungen erfüllt werden. Wir dürfen niemals vergessen, dass die Toten die Welt durch andere Augen sehen. Ah! Finde? Ja, ich versteh's schon. Beruhig dich. Wenn der Lehrer sagt, komm bitte nach vorne. Lol. Feind. Ich muss die anderen Teile des Votos finden. Ach ja, da war ja was. Okay, warte mal, wie war das? Hier war eins. Da war eins. Ich bin ein Genie. Das ist übrigens immer noch die Demo, die endet aber gleich. Ab da weiß ich dann nichts mehr. Hier. So. Wer hat hier rein... Ich glaube, da hat die Demo geendet. Wer hat hier reingesubbt? Bodogüt YouTube? Dankeschön für dein Abo, Mann. Vielen lieben Dank. Herzlich willkommen. Viel Spaß mit den, Emotes. Das hätte ich jetzt gerne gelesen. Ist egal. Ach, ich bin... Bin wieder hier. Wer da? Süßigkeiten oder Streich? Süßes, sonst gibt's Sef? Okay, Chat. Okay, wo muss ich hin? Moment mal, was habe ich getan? Warte mal, Schlüssel in der Bibliothek. Warte mal, wie ist denn hier mein Inventar, sag mal. So, ich habe das, ich habe den Wandleuchter, Medaillon. Was für ein Medaillon, Alter, wo ist denn das her? Hatte ich das schon? Kann ich das irgendwie aufmachen? Vielleicht später. Ich weiß nicht, ich muss irgendwie... Was hat er gequatscht von einer Art Wandleuchter? Ah, ich weiß. Aber wie kommen wir da hin wieder in dieses Zimmer? Moment, war das hier? Ach, oh. Hat sich bereits erledigt. Im Winter mit heißer Schokolade vorm Kamin. Klingt nach einer vortrefflichen Idee. Meinst du?